Heute geht es mal um die Baureihe 18 von Märklin, 3093. Hatte ich gebraucht bekommen bei dem ganzen Satz Lokomotiven, die ich letztes Jahr gekauft habe. Die Lokomotive selbst fährt eigentlich ziemlich gut, gleichmäßig, gab es überhaupt nichts zu bemängeln. Hat allerdings einen Rauchgenerator eingebaut und der macht da doch ziemlich Schwierigkeiten. Das heißt, mal dampft es ein bisschen, mal dampft es nicht. Die Spannung, die Lokomotive dafür braucht, dass der Rauchgenerator anspringt, ist extrem hoch. Das heißt, die Lokomotive brettert hier sozusagen über die Anlage wie ein ICE mit Höchstgeschwindigkeit. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und selbst dann ist es nicht wirklich garantiert, dass der Rauchgenerator durchgängig dampft. Ich wurde dann auf Videos hingewiesen, beziehungsweise habe auch Videos gesehen bei YouTube, dass man mit Dioden im Grunde genommen die Spannung hier verringern könnte und man würde die dann so einbauen, dass im Grunde genommen die volle Spannung noch an den Rauchgenerator, an die Lampen geht und der Motor in dem Sinn gedrosselt ist, sodass wir eine ziemlich hohe Spannung an der Lokomotive anliegen haben, aber die Lokomotive hier nicht diese extremen Geschwindigkeiten fährt. Die Dioden habe ich mir dann auch schon besorgt, aber zum Einbauen bin ich dann im Endeffekt hier gar nicht gekommen. Hier das Ganze dann nochmal sozusagen im Stand, habe die Lokomotive angehoben, richtig Gas gegeben und auch hier gibt es keine Rauchentwicklung. Die Problematik bei diesen kleinen Dampfgeneratoren ist natürlich dann auch, dass wir nicht feststellen können, wie viel Rauchöl sich da drin noch befindet. Ist es zu viel, ist es zu wenig, versucht das immer tröpfchenweise einzugeben und selbst mit einer Spritze geht bei diesem kleinen Durchmesser hier immer mal wieder was daneben. Und da ich die Befürchtung hatte, dass vielleicht sogar dieser ganze Rauchgenerator hier defekt ist, habe ich ihn mal ausgebaut und habe ihn direkt an den Transformator angeschlossen. Da funktioniert er vollkommen problemlos und das hier ist sozusagen die Einstellung am Travo. Und ab dieser Einstellung dampft er vollkommen gleichmäßig und problemlos, sodass ich ab dann sozusagen sicher bin, dass der Rauchgenerator keinen Schlag hat, sondern dass es in irgendeiner Form in der Stromversorgung von der Lokomotive liegt. Ich bin dann hingegangen und habe mir so ein kleines Drahtstück hier zusammengelötet, hier vorne, und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so eine kleine Schlinge. Die habe ich im oberen Bereich dann einfach drumherum gelegt. Hatte vorher auch in der Lokomotive überall ein bisschen rumgefeilt, um diese überschüssige Farbe, die da vom Lackieren von Märklin im Schornstein vorne drin war, wegzubekommen. Das hat aber alles überhaupt nichts gebracht. Die Problematik ist jetzt dann, nachdem diese Kabelverbindung praktisch da ist, der Rauchgenerator muss ja hier blöderweise von unten eingesetzt werden, sodass ich jetzt aufpassen muss, wenn ich das Lokgehäuse aufsetze, dass dieses Kabel da unten nicht abreißt. Das hat aber dann auch relativ gut funktioniert. Aber wirklich gedampft hat danach auch nichts. Also habe ich das Ganze wieder geöffnet, habe den Rauchgenerator hier von Hand dann mal angehalten und da war der gleiche Effekt. Mittlere Einstellung vom Travo, überhaupt kein Problem. Rauchgenerator dampft fröhlich vor sich hin. Als nächstes bin ich hingegangen und habe sozusagen das untere Kabel hier vorne von der Metalllasche abgelötet und habe es versucht, direkt unten an dem Rauchgenerator anzulöten. Das Ganze funktioniert dann auch problemlos, aber in dem Moment, wenn ich es einbauen will, reißt mir natürlich das Kabel unten wieder ab, weil das einfach alles viel zu stramm und viel zu eng ist. Und daraufhin bin ich hingegangen, habe das untere Kabel wieder abgenommen, beziehungsweise ist es von alleine abgegangen. Und habe es wieder an die Metalllasche angelötet. So wie es vorher war, habe die noch ein bisschen verzinnt, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein bisschen mehr Strom bei rüberkommt. Aber der Effekt war dann nachher eingebaut. Auch der, dass wir sozusagen nur bei Höchstgeschwindigkeit einen minimalen Rauchausstoß haben. Und das war's. Das heißt, der Rauchgenerator funktioniert vollkommen problemlos in dem Moment, wo er nicht eingebaut ist in die Lokomotive. Wenn er die Kabelverbindung hat, funktioniert er auch. Und in dem Moment, wo ich das Gehäuse aufsetze, passiert da irgendwas, was die Stromzufuhr hier verringert und da stehe ich jetzt absolut auf dem Schlauch, habe keine Ahnung. Man kann natürlich in die Lokomotive jetzt auch nicht reinschauen, ob da hier drin jetzt irgendwie ein Kabel wieder löst. Das sieht man erst dann, wenn man es wieder auseinander nimmt. Das Ganze ist da drin ziemlich eng und jetzt meine Frage, hat irgendjemand von euch eine andere Idee, irgendwie das relativ simpel zu lösen? Die Idee mit den Dioden ist schön, allerdings würde es hier trotzdem bedeuten, dass ich auf volle Geschwindigkeit gehen müsste, beziehungsweise einen voll aufgedrehten Transformator hätte, damit hier ein bisschen Rauch kommt. Die Lokomotive würde von der Geschwindigkeit her gedrosselt werden, aber in dem Moment, wenn andere Lokomotiven noch im gleichen Stromkreis fahren, macht das natürlich auch nicht wirklich Sinn. Deswegen ist meine Idee jetzt zu sagen, ich glaube, ich verzichte hier lieber auf den Rauchgenerator, wenn es hier nicht von irgendjemand anderem eine einfache Lösung gibt. Denn der Umstand ist mir hier ehrlich gesagt zu groß, beziehungsweise ich habe jetzt gute 3 Stunden hier rumgebastelt mit dem immer gleichen Ergebnis, dass wenn das Gehäuse aufgesetzt ist, nur bei Höchstgeschwindigkeit wir eine kleine Rauchfahne haben. Deswegen, wenn irgendjemand von euch ähnliche Probleme hat, und ich glaube, das ist der Fall gewesen, ich hatte schon mal ein Video gemacht,
Da gab es dann schon ein paar Kommentare, die gesagt haben, ja, bei mir ist es so ähnlich. Liegt wahrscheinlich in irgendeiner Form an dem Lokmodell. Ich habe auch andere Dampflokomotiven mit Rauchgeneratoren analog fahren. Da funktioniert das vollkommen problemlos. Haben allerdings auch andere Rauchgeneratoren drin. Nicht diesen von unten eingeschobenen. Und wenn für die Lokomotive irgendjemand eine einfache Lösung hat, dann wäre es sehr interessant, wenn er mir das in die Kommentare schreibt, irgendeine Idee hat oder mich auf irgendein Video verweisen kann, wo ich weiterkomme. Das wäre wirklich klasse, denn ich gebe es jetzt hier definitiv auf. Jo, und das war's dann heute mit dem leider enttäuschenden Video. Kein Dampf im Rauchgenerator mit der Baureihe 18. Ich danke fürs Zuschauen, bin für jede Hilfe dankbar. Demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.